Jetzt google ich auch noch Swingerclub. Eigentlich kann ich das nicht. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Es hat ja auch keiner behauptet, dass es schön wird. Yep, I've been Hi. Neuer Sonntag, neues Video. Ich sitze heute hier an meinem Computer und das hat natürlich einen Grund. Ich habe euch auf Instagram dazu aufgefordert, mir Bilder zu schicken von euch, die ich bearbeiten soll. Ich habe keine Skills. Ich bin schlecht. Ich habe auch keinen Photoshop, weil das ist mir einfach zu teuer auch. Aber ich habe die kostenlose Version, das nennt sich Darktable. Und ich habe PicMonkey und mit PicMonkey kann man im Endeffekt eigentlich alles machen. Es sieht zwar nicht immer gut aus, aber man kann es machen. Aber es hat ja auch keiner behauptet, dass es schön wird. Bin halt kein Profi, aber egal. Ihr vertraut mir, habt mir eure Bilder geschickt und genau das war euer Fehler. Ganz vorne dabei war meine Schwester, die Laura. Auch genannt Lore von mir. Also sie hat mir ein Bild von ihrem Hund geschickt und hat geschrieben, Nevato wünscht sich ein Riesensteak und einen Hundefreund, mit dem er das teilen kann. Als erstes hole ich mir das Bild hier erstmal rein. Der Hintergrund ist natürlich Herr Fantastico. Da guckt sie ihn so an. Ich speichere das mal ab. Machen die jetzt erstmal groß, weil wir die jetzt erstmal ausschneiden müssen. So, ich fange an, drumherum erstmal so grob auszuschneiden. Dann machen wir das ein bisschen kleiner und die Susi ein bisschen größer. So, jetzt mache ich mal die Outlines an, um zu gucken, so wie hier, sieht man jetzt, wo noch überall was ist. Das sieht man zwar nicht unbedingt, aber es stört, es kann das Bild stören. Deswegen versuche ich es jetzt halt nochmal ein bisschen sauberer alles wegzumachen. Jetzt versuche ich mal, den Nevado als Cartoon-Hund aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Nee, weiß ich nicht. Dann setzen wir die jetzt mal hier so hin, seine Freundin. Oder ich schneide beide aus und setze die an den Susi-Sträuchtisch. Das wäre natürlich, jetzt komme ich gerade auf eine ganz andere Idee. Zwar könnte ich auch einfach den ausschneiden und den Nevato da reinsetzen. Okay, probieren wir das Ganze nochmal neu. Oh, here we go. Ich schneide jetzt mal alles weg hier. Das ein bisschen kleiner. Und dann versuchen wir jetzt mal das Beste aus dem Nevato hier rauszuholen. Das drumherum weg. Als würde er sie gleich fressen wollen. Na dann setzen wir doch da mal einen Hintergrund hinter. Nur was für einen. Cute. Stick. Cartoon. Ist schon mit transparentem Hintergrund. Perfekt. Das hauen wir hier drüber. Das sagt ihr. Audio wird aufgenommen. Oh, meine Schwester ist so eine, die... Furchtbar. Die schickt immer 10 Minuten Sprachnachrichten. Ich denke, wann soll ich die denn anhören? Ja, sobald ich auf mein Handy drauf. Klick mal unten auf den Kreis. Ja, tatsächlich. Hat funktioniert. Natürlich hat das funktioniert. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich mache das so. Weil das so süß ist. Das ist unterwegs. Warte. Oh mein Gott, das ist lieb. Susi und Nato. Oh, das ist so lieb. Wo sind die denn? In einem Restaurant. So, wir machen weiter mit der Alice. Alice, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Ich glaube, Alice hat mir ein Bild von sich gesendet in der Badewanne mit einem Einhorn in der Hand. Could you make the second photo like I'm in the ocean? Ich weiß noch nicht, wie. Nehmen wir doch erstmal hier das
Bild. Ich schneide das jetzt erstmal aus. Dann gucken wir doch mal, ob wir einen Hintergrund finden. Okay, ich nütze jetzt mal das, weil ich finde es eigentlich schon direkt echt gut. Mit ihrem Einhorn. Schwierig mit dem Fuß. Nee. Scheiße. Ja, egal. Das war jetzt das zweite. Das war jetzt das für Verlies. So, fangen wir an mit dem dritten. Als nächstes habe ich eine Nachricht bekommen von der Vicky. Die Vicky ist so witzig und hat mir ein Snapchat-Foto von sich geschickt. Und ich soll sie doch bitte schön machen. Vicky, dein Wunsch sei mir Befehl. Dann starten wir doch mal so. Das ist Vicky mit einem super hässlichen Snapchat-Filter. Für mich zum Beispiel ist Mila Kunis eine der schönsten Frauen überhaupt. Und da ich sie ja schön machen soll, da hat sie auch so eine schwarze Jacke an. Ich muss mal ein paar Bilder erstmal abspeichern, um zu gucken, welches am besten passt. Ich weiß noch nicht, worauf das, wo das Ganze hinläuft. Worauf das hinausläuft. Jetzt gucken wir mal, ob wir das da hinkriegen. Schneiden wir sie mal aus. Die gute. Nein! Nicht ihr schönes Gesicht. Das kann doch ganz gut passen. Okay. Bin auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich den Übergang hier machen soll. So. Ich weiß gar nicht, was die will. Jetzt ist sie schön. Lady träumt. Gut, so haben wir wenigstens die Farbe noch ein bisschen rausgeholt. Speichern. Ich freue mich, dass ich wieder was Gutes tun konnte. Bin mal gespannt, wie sie reagiert. Next. Als nächstes haben wir die MJ. Sie hat mir ein Bild geschickt von sich in einem gelben Hoodie. Can I be with Billy and her also with the same hoodie? Sie möchte, dass ich Billy in ihr Foto reinshoppe mit demselben Hoodie. Ich weiß noch nicht wie, aber... Also das ist das Bild vom MJ. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht sollte ich sie duplizieren. So. Jetzt habe ich sie zweimal. So, jetzt kann ich sie natürlich umdrehen. Ich weiß noch nicht, worauf das hinausläuft. Aber ich suche jetzt mal ein Bild von Billy raus. Okay, mal gucken. Das wird schwierig jetzt. Nee, das geht mit dem Bild nicht. Ich glaube, das wird nicht so gut aussehen. Nee, das fand ich besser. Wenn von hier die Sonne praktisch kommt, weißt du? Ich denke, das ist okay. Ich habe eine Nachricht von Charis bekommen. Charis sagt, kannst du den Hintergrund, nicht mich, so unscharf machen, dass man nicht sieht, was es ist, aber auch nicht zu krass verschwommen ist? Also, dass es halt gut aussieht. Charis, ich weiß nicht, ob ich es kann. Eigentlich kann ich das nicht. Also, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie. Weil wenn, dann kann ich nur das ganze Bild. Oder ich muss hier halt rausschneiden. Ich schneide dich da jetzt einfach raus aus dem hässlichen Hintergrund. Und dann setze ich irgendwo hin, wo es schön ist. Wo willst du denn hin? Paris? L.A.? Komm. Eigentlich müsste ich ja einen Schatten machen, aber keine Ahnung, wie könnte dich... duplizieren nochmal. Und dann lege ich dich hier so hin. Yep. Das ist es. Speichern. Next. Als nächstes haben wir Mausi und Marion. So, der hat das geschickt. Sag ich, was soll ich damit machen? Sagt sie, ja, weiß ich nicht. Du bist doch der Experte. Nee, bin ich nicht. Aktuell sind sie am Strand. Wo setzen wir die beiden denn hin? Auf dem Wurstmarkt oder so. Ich habe eine bessere Idee. Oh Gott, jetzt google ich auch noch Swingerclub. Digga. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Machen wir eine Kostümparty. Kostümparty, Lack und Leder. Ja, das ist
der Hintergrund praktisch. So. Die Mausi kriegt die in die Hand. So. Jetzt schreibe ich noch liebe Grüße aus dem Swingerurlaub. So eine Briefmarke drauf. Japp. So machen wir das. Liebe Grüße aus dem Swingerurlaub. So. Also mir hat das schon richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bearbeite gerne Bilder. Ich kann das eigentlich gar nicht, aber das ist das Witzige daran. Es sieht einfach total trashig aus, aber macht nichts. Trash! Egal! Also ich werde bestimmt nochmal das ein oder andere machen, indem ich versuche, euch mit einzubeziehen. Heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Steht aber auch alles unten in der Beschreibung nochmal drin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hat euch das Video nicht gefallen, dann frage ich mich, warum ihr immer noch hier seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Yeah.